Ui. Ich glaube, dass wir über die 90 Minuten hinweg eine sehr konzentrierte Leistung gezeigt haben. Haben wir auch in meinen Augen sehr, sehr abgezockt gespielt. Je länger das Spiel dauert hat, desto mehr ist es auf unsere Seite gekippt. Und entscheidend war natürlich, dass wir zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen haben. Das 1:0 kurz vor der Pause, dann nach der Pause das 2:0. Da war das Spiel dann eigentlich, sage ich mal, für uns gelaufen. Aber nochmal, wir werden immer mit sehr, sehr viel Lorbeeren in so Spiele geschickt. Das ist eigentlich immer so einfach. Zur Zeit passt aber bei uns alles. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir eine sehr, sehr starke Bank haben. Ein Gastspiel zum Beispiel nicht, ein Buchinger Spiel nicht. Die haben alle in der Vorrunde waren es Stammspieler. Von dem profitieren wir extrem. Und die Elf, die beginnen, ja, wir haben wie gesagt alles in die Waagschale und ja, sorgen dafür, dass wir dann auch. Genauso, bin absolut konform. Hat eine ungeheure Qualität in der Mannschaft. Absolut verdienter Tabellenführer. Heute sehr gut gespielt. Wir sind nicht zu unserem Spiel gekommen wie die letzten paar Wochen. Hat aber nicht nur mit uns zum Tor, sondern auch mit dem Gegner, die einfach heute wirklich stark aufgetrumpft haben und eine ungeheure Offensivqualität haben. Also das ist unglaublich. Trotzdem, man sieht einfach gewisse Unterschiede. Sie haben ein Luxusproblem. Ich habe ein anderes Problem. Wir haben Dienstag schon wieder 3 Spiele ausgefallen. Also das ist Irrsinn. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, war das meiner Meinung nach ein verdienter Sieg. Die Tore sind genauso, wie es auch wieder gesagt hat, im richtigen Augenblick vorhin, 3 Minuten vor der Halbzeit, 3 Minuten nach der Halbzeit. Also eigentlich schöner kann es eigentlich als Trainer gar nicht haben. Ja, und anschließend haben wir das Bestmögliche daraus gemacht. Und, ja, mehr war einfach nicht drin und ich sage Gratulation. Michael, 2 schöne Tore von dir, 3-1 Sieg, war eine klare Angelegenheit für euch heute, oder? Ja, wir haben gewusst, dass es ein heißer Kampf entdecken darf. Das haben wir aber ganz gut im Spiel anerkennen. Haben wir erste Halbzeit nicht allzu viele Chancen gehabt. Haben wir dann Gott sei Dank das erste gleich gemacht. Haben wir dann in Ruhe weitergespielt. Haben wir dann in der zweiten Halbzeit Gott sei Dank das Tempo weiter hochhalten können. Haben wir das zweite Tor dann gemacht. Gut, der Brücke Christian hat das dritte gemacht. Dann haben wir einen Gang runtergeschalten, haben wir dann das Gegentor gekriegt. Aber ansonsten, glaube ich, können wir ganz zufrieden sein. Wer kann euch in der Form schlagen? Ich sage mal, in der Form wird es gegen uns sehr schwierig, uns zu schlagen. Ich möchte nicht sagen, es gibt keinen Gegner, aber sehr, sehr schwierig. Dein persönliches Ziel noch an Toren für die Rückrunde jetzt? Mein persönliches Ziel an Toren, so viel das reicht, dass wir mit Regionalliga aufsteigen. Gut, das ist euer Ziel. Alles Gute dafür. Herr Wagner, war es heute ein schwieriges Stück Arbeit oder leichter als erwartet? Leichter wie uns erwartet, vielleicht deswegen, weil wir sehr, sehr gut gespielt haben heute. Wir hatten, glaube ich, schon ein bisschen Respekt vor dem Gegner heute, weil er doch die letzten Spiele sehr, sehr gut gespielt hat. Aber ich glaube, wir sind sehr selbstbewusst aufgetreten von der ersten Minute an und unterm Strich haben wir auch verdient gewonnen. Wer waren die herausragenden Spieler beim SV Schalding heute? Würde ich jetzt keine herausnehmen wollen. Ich glaube, das war wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaftsleistung von allen, so wie wir es eigentlich jetzt auch in den letzten Spielen schon erlebt haben. Also wir treten sehr, sehr geschlossen auf und sehr kompakt und sehr, sehr gut eingestellt auf den Trainer. Das gefällt einem auch zum Zuschauen, keine Frage. Also mit so einer Leistung seid ihr auf dem Weg in die Regionalliga nicht zu stoppen? Keine Frage, ja. Wenn wir so weiterspielen. Aber wir haben noch 10 Spiele vor der Brust. Durchaus auch noch schwierige Spiele. Das war halt auch eines der schwierigeren Spiele, keine Frage. Und jetzt müssen wir schauen, wenn wir so weiterspielen, sind wir auf einem guten Weg. Aber wir haben noch nichts erreicht.